Guten Tag. Und dann schon wieder Falltaste. Jedes Mal drücke ich die Falltaste. Hallo. Heute mal Montag. Ich sage gerade ein bisschen Aufnahmefoto. Für die kommende Woche. Das wird ein bisschen das Backlog ein bisschen knapp. Und wir probieren jetzt wieder was aus, was ich ein bisschen habe liegen lassen. Aus Gründen. Der einfache Gründe war, das lief so furchtbar. Einerseits, weil OES ganz abgeschmiert ist. Und andererseits, weil das Spiel performancemäßig mit dem Stream nicht so geil lief. Ich habe ein paar Sachen ausgetauscht, am Wochenende was getestet. Und das lief sehr gut. Und jetzt machen wir es eben live. So, man kann das überprüfen. Das lief hier, das läuft da. Das läuft hier, ja, sehr gut. Kurz mal was abhusten und wir starten mal direkt los. So, was ist hier die Musik hier aus? Das hier runter, das hier runter, das hier runter. Jetzt gucken wir mal, ob das hier wieder richtig schön geil läuft. Da haben wir das Spiel. Da haben wir auch den Spiel-Sound. Und nicht den Controller, da ist der Controller. Ich muss hier mal ein bisschen was machen, ein bisschen umbauen hier. So, ich kann die Performance um einiges verbessern. So. Okay, es passt auch. Deswegen wird es interessant, wie gut es läuft. Jetzt nehme ich mal einen Test. Konstante 60 FPS. Nur so kleine Nachlucker, das liegt eher am Spiel selber. Aber an sich gab es keine Probleme mehr. Das macht mich froh, dass wir jetzt wieder mal so was machen können. Ich habe nicht noch einiges auf dem Backlog und das wollte ich jetzt nicht vorziehen. Und ich will endlich mal an dieser Stelle hier raus. Seit gefühlt 2 Wochen bin ich an dieser Stelle. Weil ich immer hier vor und zurück gehe, Dinge teste, rauf, runter gehe, da hinten was mache, da vorne was mache, aber ich komme nicht vorwärts. So, gehen wir jetzt. Wie gesagt, das bisschen Hakel liegt am Spiel selber. Das konnte ich leider nicht ausmerzen. Oh, warte, hier. War noch was zum Scannen? Kennen wir ja. Sieht alt aus. Sie sollte sich das vielleicht mal ansehen. Hm. Mal nebenbei meine Temperatur von meinem PC im Auge behalten. Für den Sommer ist es okay. Fällt mir zwar nicht, aber es kann halt ändern. Der Performance ist noch. Kann es leider noch mit den Knie gehen. Gute Leistung. Aber es sind immer so kleine Abschnitte. Kann ja sein, dass es gleich noch ein klein wenig arkelt. Auch nur kurz. Das Ding darüber. Ich habe ein höheres Profil bei. OBS eingestellt. Das sollte reichen. Weiter geht's. Was halt dazu führt, dass er ein klein wenig mehr beansprucht, aber es halt nicht für Dead Space mal benutzt. Vergiss ihn runterzustellen. Ich muss erst meinen Stream neu starten, mache ich es aber nicht. Nicht da. Nicht in den Partikel springen. Den Wind heute. So, aber jetzt gehen wir hier hoch. Aber mit Temperatur im Auge behalten, wenn die zu hoch geht, schaltet bei mir im PC im Leistung runter. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Aber sieht alles ganz gut aus. Und so, bei fast 30 Grad kann ich keine Wunder erwarten, dass es PC angenehm kühl bleibt. Okay, jetzt bin ich schon wieder hier. Wo muss ich denn hin? Idee? Geht dorthin, dort rüber. Ah, da hinten. Okay. Aber warum? Gar keinen Sinn.
Mal geht's dorthin, da runter, darüber. Irgendwas verpasst? Verwirrt. So, okay, da nicht, da nicht. Drüben ist ein bisschen was. Na gut, wir gehen zurück zur Zentrale. Pieks, pieks, pieks. So, wir haben das jetzt aufgemacht. Aber ich sehe das Innere jetzt nicht, wenn ich wieder zurück zum Anfang komme. Dreh das Ding mal weiter. Und zwar da auch. Dreht sich das? Nein, dreht sich nicht. Oder muss ich das hier lassen? Okay, ich drehe es mal noch eins weiter zu diesem Bruchstück da. Ah, eine Kiste. Cool, cool. Cool, ein Griff. Habe ich nicht erwartet. Ist deswegen nicht rumgelaufen, weil ich hier schon war. Das ist das Ding. Ich mach's einfach, wenn ich wieder zurückgehe, weil ich habe nicht unbedingt Bock, diesen Yeti-Wookie da zu begegnen. Machen wir mal kurz meine Pause. Ja, ich kann Kampfstile verteilen. Verteilen nicht, Kampfstile, Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Mehr davon. Perfektions-Stimform. Ach, was soll's, der? Komm her, ja. Mehr zusätzliche Energie. Und ausruhen. Das schauen wir uns hier mal um. Und diese todesmutigen Hühner. So, haben wir das. Aber wo geht es hier lang? Okay, gehen wir hier hoch und darüber. Das glaube ich nicht nötig, aber egal. Als Mann des Friedens mache ich ganz schön viele Tiere unnötig tot. Na komm. Ah, gut, dann machen wir so. Na komm. Weil die Antwort nicht funktioniert. Finde ich nicht gut. Immer da hoch. Also wie gesagt, ich habe es so lange hier nicht weitergemacht. Ich weiß gar nicht, bevor ich gekommen bin. Okay, ich glaube hier nicht. Da bin ich auch gerade erschienen. Ich muss durch diese Tür da. Weiß ich, muss es irgendwie umlenken wahrscheinlich. Hier. Durchgang.
Ah. Oh. Ui. Hm. Oh, BD-Kopf. Und rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Nicht verhackt, aber nicht klug. So, was haben wir da drüben noch was? Da komme ich so nicht ran. Hm. Gut, ich geh da mal runter. Nein, nein, nein. Und tschüss. Unangenehm. Einfach hoch, wenn ich hier hochgehe? Ja. Ups. Auf der anderen Seite verlassen. Na toll. Na toll. Das heißt, ich muss irgendwo da darüber, genau. Nein! Oh, oh, das ist schlimm, das ist schlimm, das ist schlimm, das ist schlimm. Ah, das ist nicht ganz so schlimm. Ich kann schon treffen. Was mache ich denn? Kann ich mal die Wände hochgehen? So, okay. Ziehen wir uns nochmal hier um. Ja, da kann ich dann nicht da hoch. Noch immer. Ah, ich bin doof. Ich kann darüber laufen. Oh, ich sehe das natürlich nicht richtig. Also nicht rüberlaufen, rüberklettern. Wenn ich richtig hingucke, guckt man nicht richtig hin. Ah, ist besser. So. Hier drinne, noch mehr Zeug. Eine Hose. Hab eine Hose. Nee, nicht das Gesicht. So, Bürstenschnitt. Ein Cape. Gottes Willen, mach bloß die Haare weg. Ah. Naja, das fällt bestimmt besser. Da bloß das Cape weg. Niemand will ein Cape haben. Besser.
Bist du denn hier Batman oder was? Ah, du musst rübertragen. Moment, hier kurz umsehen. Bevor wir es tragen lassen, gucken. Das war auch interessant. Und hier ist nichts. Gut. Schauen wir mal. Gib mir das Ding. Ja, komm, triff mal. Danke. Die Tür hier auf. Perfekt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ach, schon jemand? Ja, Schöre war es, aber sie nix. Okay, jetzt weiß ich, warum ich die Tür aufmachen kann. Jetzt muss ich das Ding nämlich rausholen. Ah, da schläft einer. Okay. Wenn ich es nicht kaputt machen muss, lass es auch erstmal. So, haben wir erstmal das Kristallding. Ah, genau. Huch, was ist das denn? Ah, kurz Frame mal ein bisschen gespuckt. Ich muss das Profil unterstellen. Naja, man lernt. Erstmal da rein. Nicht sagen, danke. Ich habe gerade Dinge. Vertraute Technik. Die gleiche, die Sies Kammer versorgt hat. Wir nähern uns. Guck, ob ich da irgendwas kriege, deswegen werde ich ihn jetzt bekämpfen. Na sein. Au, au. Aua. Ich brauch was, Kumpel. So. Und weg. Noch irgendwas hier hinten? Nein. Ah, ich hätte das hier nehmen können. Ah ne, doch nicht. Ah, was wechselt. Frames, hallo? Ah, da seid ihr. Für den PC bin ich zu warm. Hm? Das soll gleich besser werden. Okay. Wo springen? Nope. Hurra tot. Boah, wie gehe ich damit jetzt um? Verstehe. Wer ja. Da, da. Kloink. Nein. Ist. Daneben. Ich gezielt hier. Und das soll jetzt gehen. Ah. Jeder spielt
Spionagedroiden. Die Anlage findet noch jemand interessant. Spione, würde ich sagen. Wir haben die gesamte Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalor wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei Sie vielleicht auch eine Schraube locker. Es gibt nur die Macht. Das Siegel kommt mir bekannt vor. So, Fähigkeiten. Nur was rausfischen. Oh ja. Ah. Wolf. Doodle. So, und ausruhen. Und weiter geht's. Hierher muss Santari Kree also sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalor war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Na, hoffentlich redest du auch meine Sprache. Perfekt, darum. Willkommen auf Tenalor. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Wieso hat der Typ keine Hautfarbe? Der ist ja völlig bleich. Bleich wieder da, ich kann was trinken wollen. So, da bin ich wieder. Das Wasser, das ist so eine Flasche. Schön mit dir bleiben. So, okay, jetzt ein bisschen bleichi. Gehen wir mal näher. Boah.
Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wo sie die Macht stark? Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Irgendwas Schlimmes wird gleich passieren. Oh, es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Kerzi! Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tenelor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Okay. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich weiß sowas von einem Sith. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Na, das sieht nicht gut aus. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Was? Du hast hier nichts verloren. Hi. Lass mich frei. Bitte. Oh, sieht ja richtig gesund aus, Junge. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Keiner. Aber seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber
Ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Euch gleich einen helfenden Arm. Ja. Ich bin zurück. Das glaube ich nicht gut, wenn man sowas sagt. Vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Oh. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Dagen, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Gut gemacht. Was habt ihr getan? Neu geskillt. Stellt euch! Warum wehrt ihr euch? Dürftig! Ihr könnt nicht gewinnen. Bitte, stimmt zu mir! Sehr mühsam. Ich spüre eure Angst. Hörst du mir mal bitte? Ja, noch ein bisschen was vor. Ihr verschwendet Energie. Bleibt stehen und kämpft. Jämmerlich. Trivial. Ah, was doch kommen wir müssen. Schwach. Okay, jetzt funktioniert es also nicht. Ihr seid unterlegen. Erlebt wahre Stärke. Da kenne ich diesen Euch Begriff. Fehlt wahre Macht. Okay, machen wir nochmal. Strudeludel. Ah, ist schon offen. Muss erst noch reingehen. Na komm. Au. Anfänger, was? Nein.
Armselig mit deinem mit einem Arm, das Witz zu bringen, ist ein bisschen armselig. Angst? Was das? Au. Nein! Vorsicht! Sehr mühsam. Stellt euch! Aua! Huch! Huch! Wirklich schade. Ich brauche Hilfe. Armselig. Anfänger, was? Na, na, na. Oh, daneben. Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tennelor aufgegeben hat. Na, ja. Bleibt stehen und kämpft! Verzweifelt! Weg hier! Ah! Mist! Mist! Ah. Okay, neuer Versuch! Sammeln. Stehen bleiben. Unfähig. Das ist wahre Stärke. Na, na. Bleibt stehen und kämpft. Das ist gar nichts. Oh, das war fies. Erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tennelor aufgegeben hat. Angst? Ich doch nicht. Wow! Armselig! Nächste bitte. Huch. Ist er noch näher gekommen? Hört doch mal was. Hat das ein komisches Leuchten im Bauch? Also war mal eine Zielmarkierung. Das ist gar nichts. Sehr mühsam.
Okay. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Bin ich rausgelassen? Ihr wagt es euch gegen mich zu stellen. Du hast angefangen. Nicht euer Feind! Nur wir sind noch übrig! Was ist mit euch passiert? Ravis! Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Kennen sich? Wartet! Schlüssel nach Tenalor. Meinte Creed Dagon? Wie konnte sie Tenalor jemandem wie ihm anvertrauen? Hm. Aber wie hat der die ganze Zeit überlebt? Etwas? Nein. Aber was? Auch nicht. Fallene Jedi. Ich muss jetzt darüber. Soll ich von ihr aus hin oder muss ich woanders lang? Ich muss mich konzentrieren. Da. Und gucken. Aber zwar nicht, aber mal gucken. Was? Wie komme ich da am besten hin? Eigentlich von hier oben, so wie es aussieht. Hauptziel. Ha, ich gehe nochmal zurück, nicht, dass ich gerade irgendwas falsch mache. Ach, da, da ist es. Okay, hab ich gesehen. Hab's ein Seil. Nichts. Okay, gucken wir uns hier mal um. Da suppt das da hin. Wand. Ah, ich glaube, ich muss hier mal. Genau so. Ja, oh, hallo. Komisch. Tenalor sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Vielen Dank, Angeline.
Guten Abend. Hallo. Bin ich an. Jetzt. So. So, okay. Ah, eine kleine Reise hier. Und hopp. Ja, aber offline. Oh, soll ich vielleicht hingucken? Cool. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? All good. You see? Relaxing. Gehen wir. Quatsch. Dumme Markierung. Ist. Noch ein Klumpen. Cool. Klumpen finde ich gut. Ah, thanks. I replace some parts. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. And now it's all better. Sieh dir die an. Gott, ich komme schon wieder hin. Ah, hi. Du bist neu hier, oder? Ja. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend Dank. Oh Gott, hab ich da vergessen. Wo ist der Ausgang? Ja, mal da lang gucken. Der ist auch nass. Bin ich jetzt blind? Geht da jetzt nicht? Da geht's nicht? Muss irgendwie mit dir rüber. Quatsch. Drücke wieder Knöpfe. Was war mit denen? Ich vergesse, was das war. Nicht? Das war eine Sackgasse da unten. Ja. Irgendwo hier lang gehen. Ah, hier, genau, da war's. Jumping. Da haben wir's doch. Tenalor ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. Okay, das war dumm. Dann mach's nochmal. So, und Jumpy. Mann! Daneben. Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Ah.
Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Kopf abhacken. Kann man jetzt hochlatschen hier? Ja, cool. Ah. Genau das, was ich brauche. Noch ein Stein. Kein schlechter Fund. Gehen wir hier runter und dann von der anderen Seite hoch. Auch nicht da lang. Hinter lang. Das ist nicht absichtlich. Und los, BD. Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Okay, jetzt muss er gegenhauen. Verstehe. Oder zumindest oben drüber. Andere Seite auf. Ha! So kommen wir schneller voran. So, oh, noch mehr von denen. Freund oder Feind? Freund. Ein Sandkriecher. Du weißt, was das heißt. Wir sind irgendwo Jawas. Houtini! Oh, dahin. Ja, danke sehr. Lass uns hier eine Pause machen. So, das brauchen wir nicht. Wird Zeit aufzubrechen. Hier oben. Okay, wie ist hier lang? Da sind sie. Will ich reden? Wahrscheinlich nicht. Ja, die Anlage ist im Arsch. Diese Gebäude sind uralt. Älter als alles, was wir bisher auf Kobor gesehen haben. So. Geh mal auf. Ah. Tankbots. Hopp. Was mache ich denn? So, dann da durch. Eigentlich nicht gut. Ich glaube, ich dagegen springe. Jo, voll daneben. Ah. Dann machen wir, Junge. Cool, cool, cool. So, das heißt, jetzt müssen wir
Hör mir zurück. Dann gehen wir noch hoch. Nein! Aufgepasst. Und up. Ah. Krabbel, krabbel, krabbel. Blöden Java, es rennt einfach weg. Okay, hier haben wir nix. Darüber. Ich darf von hier aus ran, wenn ich dagegen haue? Nein. Sehr gute Frage. Plump. Wo sehe ich was? Ah, Freak. Das kann es glaube ich noch nicht sein. Die gehen mal runter. Okay. Nimm nicht. How long I stream? 2020? Ruhig, Neko. December 2020? November 2020? Around 2020? If you could question. Spring. Yeah. Cyberpunk. Lot of fun. Okay, is here something? Okay, ich muss auf jeden Fall da rüber klettern. Da hoch. Ich muss das Ding abschalten. Oh, goddammit. Kommen wir also nicht drum rum. Right now or... Kreis gelaufen? Ich bin gerade gelaufen. All time. Oh Gott. Puh. Hard question. Ja, du. Hat mich ja gefragt.
Ich bin blind. Mal hier mal gucken. Aber glaube ich nicht richtig. Nee. Okay, ich muss irgendwie. Ich kann nur von dort richten, weil ich nur von da lang komme. Irgendwie finde ich den Trigger nicht. Germany. Jetzt war I speak German. Nee, hier war nix. Ja, so ungefähr. Wo ist dieser verdammte Knopf? Okay. Nein! No. Ah, pff. 2 Meter zu hoch. Ohne Sturz. Muss ich das Ding auskriegen, aber wie? Wie? Nicht? Da geht ein Kabel lang. Hm. Okay, versuchen wir es mal. Ah, damn it. Nee, das funktioniert. Das 3-mal Fehlschlag bringt nix. Okay, Karte. Was sagt die Karte? Was sagt? Da war ich ganz schlau. Nun? Weiter Weg. Okay, das konnte ich bewegen. Ich muss mal dahin gehen. Wo ist mein E-Zeug? Komm schon, Neko. So, wahrscheinlich drüben? Ja. Gehen wir da lang. Hi. Wie es aussieht, ist die Mantis wieder startklar. Komm schon, BD. Begrüßen wir sie an der Landeplattform. Okay, jetzt hätten wir den ganzen Weg hier sparen können. Okay. Hoch. Schneiden. Blöde Druiden. Bravo, Neko. So, ah, hier bin ich also. Ja, sehr gut. Wie sauer wollte das sein? Die Frage überlasse ich dir.
Right now. Ja. Hi. Sieh. Du siehst aus wie neu. In der Tat. Dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Terrellor gefunden? Es ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl. Denn was bleibt uns sonst? Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben. Aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bagdad. Dagan Gera. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja, könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantina. Weißt du, Grease, wir könnten guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putolli-Gewebe könntest du mal sagen. Wir kennen die Mantis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Hm. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Sia. Jeddah! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Wisst ihr, ich mache noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Wir brechen auf. Vergiss es. Okay. Okay, so Innenladen. Okay. Wir fliegen los. So, da wollen wir hin. Da sind wir. Sind wir da hin? Moment. Bin irritiert. Ach, der Mantis. Ich sehe doch noch der Mantis. Ich bin doch drinne. Ah, jetzt kann ich wechseln. So, jetzt. Oh, eine Sekunde zu schnell. Abflug. Fühlt sich bestimmt gut an, nach so langer Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jeddah. Fliegen wir zur Stadt?
Nein, ich habe gehört, Zia ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anachoreten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jeddah. Das ist Zia. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Alles klar. Dann projektiere mal. Was? Bin ich blind? Ach da. Cal Kestis, es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist sie da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Ach, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt Acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Natürlich. Danke für die Warnung. Tja. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Ich sehe da zu mir. Okay, Zeus Kontakt. Wo sind sie denn? Klein Tietz? Tut mir leid, Kleiner. Näher kann ich wegen dieses Staubsturms nicht ran. Der Treffpunkt sollte nicht allzu weit weg sein. Ihr zwei bleibt hier. Ich finde Zeus Kontakt. Ich sorge für Grease Sicherheit. Grease Dryders braucht keinen Babysitter. Da braucht wohl jemand ein Nickerchen. Pass auf, du. So. Da oben. Suchen wir es hier als Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Nehmen nach oben. War das richtig? War nicht richtig. Warte, meine Güte, das, das wird dauern. Okay, also jetzt müssen wir hier. Oh, Mist. Dang it. Käfer. Worauf kann ich neben gezielt, als ich darüber gelaufen bin? So, gehen wir hier hoch. Da oben nicht. Ich muss auf jeden Fall darüber was zum Klettern. Das sehe ich von hier. Heißt, ich muss ein bisschen weiter vorspringen. Nee. Auch nicht. Irgendwas muss ich. Ah, hier. Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Ah, komm schon. Jetzt. So. Upi. Nein, nein, nein. Muss vorsichtig sein. Ach, dammit. Oder hoch? Nein. Das Ende.
Hoch. Aber einen Schritt daneben gelaufen. Ja. Ich in meinen Finger. Ist doch unangenehm. Ah, darf ich zweimal drücken. Jetzt und jetzt. Da. Und noch anmachen. Komm ran. Boink. So. Wo sind die jetzt? Jeddah. Nicht übel. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Was draus gemacht? So, wir machen ungefähr eine Dreiviertelstunde. Also bis kurz vor Mitternacht. Was? Wen interessiert das? Lauf um dein Leben, wenn du nicht auf diesem Felsen sterben willst. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Okay. So, hier. Ah. Okay, da hinten ist eine große Krabbe. Soll ich hin? Auf die andere Seite, war ja klar. Oh, den nochmal platt. Hallo. Hi. Rancor. Na? Au, au. 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 Brauch Unterstützung. Und jetzt da ist er weg. Gut, wa? Abrutschen. Natürlich. Gut gemacht, BD. Oh, kein Rancor. Okay. Können wir da langlaufen? Wirklich? Dann geht's hier rüber. Und dahin. Ich bin jetzt hier. Ich muss dort rein und darüber. Hier wieder. Ah, da ist er schon. Whoopie. Okay. Ah. Dann versuchen wir mal schnell zu sein. Run! Nein, nein, nein. Ein Eindringling! Nochmal? Und nochmal. Tschüss. Noch mehr Müll. Anders. Okay. Hm.
hier. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Zwiebeln. Okay. Ein großes Wurm. Okay. Gehen wir mal dahin. Lass mal sehen. Sieht aus wie eine Gebetsmühle. Okay. Wie komme ich da rüber? Ich muss irgendwie die Tür da hinten aufmachen. Vielleicht an der anderen Seite gucken. Nein, 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 gehst du weg. Ah! Nix! Himmel! So das Teil. Ah, oh, es kommt öffnen. Was ist denn keiner? So. Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt. Werden vor uns bei Sphere's Eskorte sein. Wir sehen. Oh, hi. Ups. Okay, da Gesicht lang. Auch klettern. Oh, ich bin in der Hand. Okay, gut zu wissen. Oh, Nein, nein. Haha. Ausgetrickst. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Oh, wir sind so viel Vieh. Okay, dann klettern wir da rüber. Gemacht? Naja, so halb. Na! Lass den Kram. Geht auch so weg da. Die Schaben hier. Also gut. Lass sehen. Einschussplatz, okay. Haben wir da was? Okay. So, gehen wir da lang.
Großes Fragezeichen. Dann gehe ich rutschig runter. Muss ich da schon runter? Ah, hier ist was zum Hochklettern. Das hier mal an. Ah, hier ist, was ich gesucht habe. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Ich sollte mal unsere Ausrüstung neu bewerten. Ja, das war. So. Aufmachen. Nur da lang. Imperiale. Ich brauche hier mal Hilfe! Und weg damit. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diesen Speeder zu holen. Und halte jede Person fest, die hier vorbeikommt. Verstanden. So, komm rüber. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Moment, erstmal hier rüber gehen. Da hab ich doch was gesehen. Genau. Machen wir eine Pause. So, ausruhen. Hier hin. Okay, was läuft denn hier so komisch? Ah, ui! Ha, huh! Nicht anfassen! Los! Und weg! Noch wer? Nein? Gut. Oh, hi. Ich musste schießen. Behalte ihn im Auge. Los geht's. Auf den Punkt. Noch wer? Ja, noch ein paar. Da, und weg. Ja. Kein Ziel. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Apropos. Was haben sie jetzt noch? Bereit? Versuch, Schritt zu halten, Willi. Auf Distanz bleiben. Das wird ein Kinderspiel. Erledigt sie. Und weg. Ich bin an deiner Seite, Kerl. Nicht nachlassen. Mach ihn fertig. Au, Eis. Versuch ruhig, mich zu erwischen. Hör auf, dich zu verstecken. Nix. Ein guter Kampf. Oh, das war was Großes. Da kommen noch mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi.
Halt schnell! Hetz mich auf sie! Ihr könnt nicht entkommen! Und tschüss! Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Ah. Wie ist das? Perfekt. Nicht runterfallen. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Das machst du auf Jedha. Jedha ist ein Teil der Galaxis, Cal. Witzig. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wir müssen auf die andere Seite. Okay. Ja, das könnte klappen. Gut, wir sollten uns beeilen, Kerl. Ein Sturm zieht auf. Da rein. Nein, noch nicht. Jetzt. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. Sich kaputt gemacht haben. Auf Nashada? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Moin. Sie wollen gegen uns antreten? Sie stolpern. Noch einer? Oh, der Tür ist kaputt gemacht. Dafür wär... Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Besser denn? Wir reiten. Was denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann. Komm mit. Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Da. Kannst du es sehen? Ja. Da rein, darüber. Und da oben. Da. Nein! Abgeschlossen. Zu früh. Mir knifflig. Na, da haben wir es jetzt. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. So. Bleib stehen. Hier durch. Quetsch, quetsch. Du steckst doch nicht fest. Was ist das? Oh, Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Sith-Spucke? Oh, pass auf! Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Seers Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt.
War spannend? Okay. Ah, die Spamele. Und hier. Die Kreatur ist fort. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Ja, die werde ich hier beschützen. Ah, okay. Hintenrum gemacht, alles klar. Kannst ja gleich versperren gehen. Ah, danke. Okay, weiter geht's. Na, kommt aber vor. Muss man da bewegen. Klar, komm. Geht nicht auf. So. Wo kommt denn da lang? Okay, kann ich die auslösen? Nee, kann ich nicht. Achso, hier bin ich hochgekommen. Gehen wir hier lang? Ach, da ist sie. Noch nicht. Versuche weiter Kontakt herzustellen. Wann immer du bereit bist. Das war wirklich ein schöner Speeder. Aufpassen! Gut gemacht! Aufpassen! Wupp, ah, abgerutscht! Hätten wir noch umspielen. Schlag jetzt zu. Bin ich jetzt allein? Für Sie. Okay, machen wir da mal. Kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Wir treffen uns auf der anderen Seite. So, und nach oben. Da. Frech. Höhle versteckt. Immer drauf. Nicht den Arm verlieren. Wupsel. Ah, das auch. Danke. Moin. Ciao. Zum, 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 zum. Da lang. Ist zwar schade, aber naja, kann nervisch werden. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Vielleicht kann jemand in Sias Basis was damit anfangen. Okay, ich muss nach unten. Hui, plump. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Cal Kestis. Nicht alles. Ich habe deinen Optimismus vermisst.
Er ist heutzutage selten in der Welt. Ja, ist es halt, wenn es uns nicht richtig flippt und jumpt und in allen Ecken explodiert, ist es halt eben langweilig. Aber ich mag das so. Siehste. Wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es abgebaut. Da bin ich wieder. Hallo. Geht's euch gut? Habt ihr Spaß? Als ob irgendjemand wegen dem Kanal geblieben wäre. Also wegen Design. Komm hier rüber, Eindringling! Wir haben keine Chance! Ich kenne niemanden, der sowas macht. Setz den weiter unter Druck! Das ist okay! Super! Ich kann dich aufhalten! Zack, geht's weg! Es stehen keine Gegner mehr. Das finde ich schön. Wo muss ich denn lang? Ich bin hier, was wieder was gefunden, ey. Ja? Ah. Die sehen aus wie Jedi. Seer sagt, Jedha war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Warum so sarkastisch? Okay, also da lang. Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Seer vielleicht. BD sieht ja aus wie Cal. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Gegner voraus. Ich bin da, Kerl. Ich fühle mich nicht besonders. Tschüss. Na. Was ist das, Kumpel? Da. Der Sturm kommt näher. Wir bleiben in Seers Basis. Sie liegt versteckt vor dem Imperium im Wüstenhochland. Hm. Hätte ich mir ausgesucht, ey. So, von hier. Abkürzung und da lang. Hallo. Ein Skrytenbau. Aber wo ist der Skryten? Da kommt etwas. Nehmen wir uns den gemeinsam vor. Einverstanden. Halten wir an. Ich will endlich platt machen hier. Aua. Au. Ergib dich. So, auf, auf, du musst dich heilen. Ja, ja. Auf dein Zeichen. Ich werde dich festhalten. Und lol. Gute Arbeit. Gleichfalls. Man weiß doch. Muss ich? Besten Finish in 2 Meter am Boden. Danke. Seer wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Ah, da ist mein Gefährt. Und da ist der Speicherpunkt. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Eine Oase! Wir sind gerettet! Noch nicht. Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Ja, die sind schwer enttäuscht gewesen. Ich sehe mir nur alles an. Okay, doch kein Speicherpunkt. Gut, dann gehen wir mal den hier zähmen.
Jetzt, Simon? Ich frage mich, was... Herr Katzi? Na also, komm. Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Und los, Katzi? Na los. Man Katzi zeigen und dann geht sie einfach ganz plötzlich weg. Herr Bockbert. Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Da hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurato. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Mikro ausgemacht. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Nein. Nicht so schnell. Ich glaube, das ist nicht der gute Weg, darunter zu gehen. Wo ist denn hin? Moment. Hier, genau. Oh. Da lang. Ein Alien-Kamel. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Spamil, Freund, geht das nicht schneller? Nö. Beeilung! Ella? Okay, ist kein Geheimnis. Gut, weiter geht's. Oh, es wird windig. Wir müssen uns beeilen. Schneller. Oh, ATST. Und die sind ja gut drauf. Spamil hat Angst. Es wehrt sich. Na toll. Das soll doch weiter laufen. Nix. Maren, kannst du mich hören? Ich sehe sie nicht, BD. Ich glaube ja schon.
Das war doof. Fernkampf. Oh, der auch noch. Help! Hilfe! Alles okay? Ich werde sie finden. Machen wir Füßis. Mal. Dann kannst du ausleihen. Ich will den ETS nehmen sollen. Wie ist das Fahrzeug? Ist doch nicht etwa. Das Spamel muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Das Spamel hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden. Los, ist gerettet. Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nun. Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und, ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ein Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal. Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan.
Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Gehen wir. Gut, gucken wir mal, Speicherpunkt finden. Ich würde mich auch freuen, die hier beenden. Ja. Impact. Von denen kann man nie genug haben. Und ist dieser Ellenbogenfist. Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt. Ja, das haben wir. Ich bin froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Wie lange bleibst du auf Jeddah? Ich weiß nicht, aber ich freue mich auf Grease. Wie geht es ihm? Nicht schlecht. Er hat eine Kantina eröffnet. Pailuns Verlohn. Er hat ihn nach seiner Urgroßmutter benannt? Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie. Wo krieg ich denn hin? Irgendeine falsche Richtung. Ach, das war schon richtig. Das hab ich gesehen. Komisch aufgebaut. Was? Ist er weg? Hoch. Wenn nicht geholfen wird, ist ja aber frech hier. Guck einfach zu. Oh Gott, abgerutscht. Gehen wir da rein, ob ich einen Punkt da nicht erreiche. Danny? Ah. Hallo, mein Freund. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Er lebt noch? Meister Cordova. Welch eine Ehre. Ich hätte nie gehofft, euch kennenlernen zu dürfen. Die Ehre ist mein, Kerl. Sia hat mir alles erzählt. Im Angesicht eines übermächtigen Gegners hast du Tapferkeit und außerordentliche Weisheit bewiesen. Du hast gut gewählt. Nun, so weit würde ich nicht gehen. Das Imperium hält die Ruinen. Ihr müsst einen anderen Treffpunkt finden. Unerfreulich. Wenigstens verwischte der Sturm eure Spuren. Kommt, ich werde euch hineinbegleiten. Meister Cordova, habt ihr die Seifer gefunden? Nur verblasste Spuren ihres Weges, die tief in die unbekannten Regionen führen. Tut mir leid, das zu hören. Nicht zu ändern. Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag, andere überlebende Jedi zu suchen. Diese Suche führte mich zurück zu meinem alten Schüler. Wie ist es dir ergangen, Kerl? Das klingt nicht gut. Ein paar Schrammen, aber ich atme noch. Und ich freue mich darüber. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant gehört. Du warst auf Coruscant? Also, Dementis hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Du solltest die anderen sehen. Diese Basis ist gut versteckt. Nun ja, die Präsenz des Imperiums ist in den letzten Jahren gewachsen.
Sie sind viel zu stark für einen direkten Kampf. Aber wir tun, was wir können. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Welche Arbeit genau? Du fragst sie ja besser selbst. Bis dahin begrüßen Marin und ich die Neuankömmlinge. Und? Wie war die Wüste? Kalt, stürmisch und so viele Imperiale. Nicht mein Lieblingswetter. Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Spamil-Freund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Vielleicht ein Überlebensinstinkt. Ich habe imperialen Funk abgefangen. Dein Ruf wächst stetig. Lag Angst in ihren Stimmen? Durchaus, ja. Gut. Wie fühlt ihr euch? Besser. Der Tee, den du mir gebracht hast, war wundervoll. Geht noch was oder muss ich jetzt einfach nur abwarten? Ah, da hinten geht alles klar. So, was haben wir denn hier? Geld, hier ist zu. Ah. Komm wahrscheinlich ein bisschen jetzt bloß. Versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Ja, Zeren Nevo, so. Cal Kestis. Willkommen auf Jeddah. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie... wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Ah, witzig. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja. Du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts erreicht. Nun, während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen, Verbündete finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch. Kerl, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Seer. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Seer! Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter. Aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, Sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, OBD. Okay, okay, okay. Und? Wie war's in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt.
aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Border Kona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jeddah? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Tenalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagon Gera. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagon will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zu freundlich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagon Gera gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn ihr etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Kerl. Hoffentlich findest du, wonach du suchst. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Oh, Hinterkopf ist irgendeiner Verräter, der meinesgleichen ist. Es riecht doch danach. So, was haben wir hier? Dämonen. Okay. Ich begleite dich zurück zur Mantis. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Hey, Kerl. Warte. Den hier habe ich schon, seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Du bist Maren, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst. Also wenn du... Nicht nötig, Boat. Verstehe. Du hast... alles klar. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Bord. Also dann, zeig uns, was du drauf hast. Mit Blastern. Okay. Ein echter Sturmtruppler steht nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Gut so. Aufladen. Nicht schlecht, Jedi. Und wie lange hast du für Seer gearbeitet? Ich arbeite nicht für Seer. Natürlich. Mein Fehler. Okay. Ah. Okay. Konzentrier dich und drück den Abzug. Er heizt dem Dummy ordentlich ein. Du magst keine Sturmtruppler. Wer mag die schon? Okay, okay, okay. Der neue Kampf ist sozusagen. Guck mal, was ist das denn? Beeindruckend. Ich denke, jetzt kannst du es, Kerl. Finde ich interessant. Okay, nee. Drei Kampf sie. So, Freund, nehmen wir den. Ist das Kampf? Also, wohin gehen wir zuerst? Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Gehen wir zur Mondbasis. Fangen wir mit dem Labor auf dem Mond an. Alles klar. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns durch den Abyss bringt. Was zu reden? Es ist schön, dich wiederzusehen, Maren. Dich auch, Kerl. Viel Glück. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Hoffentlich. Und zieh mal ab.
vorher. Kleine Reise zum Mond, dann gehen wir speichern und dann legen wir unser nächstes Ziel fest. Wissen wir, wo wir hin wollen. Der Mond. Unterwegs zum zerstörten Mond. Vielleicht sind diese Anachoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor Sia mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Es war schön, alle wiederzusehen. Ja, das war's. Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden. Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mond, Grease? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Erst Jeddah und jetzt das. Monde bringen nichts als Ärger. Jeddah ist ein Mond. Ich hatte keine Ahnung. Wie so viele Planeten. Zeit zum Landen. Gut, legen wir unser nächstes Ziel fest. Das war hier vorne hinsetzen. Sieht ja nett aus. Entschuldigung. Alles gut? Ja, ja, nur ein wenig eingerostet. Und du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Was machst du jetzt? Gut, hier hätten wir ja einen Ausruhpoint. Ja. Genau hier. So. Genau hier machen wir jetzt ein Speichern. So, und dann müssen wir noch heute durch. 2 Stunden, auch geplant. Und ja, mal erreicht. Hier rüber. Da geht ja nicht. Oh. So, meine Damen und Herren, dann sind wir heute durch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn, wie gesagt, kann ich genau garantieren, dass jeden Tag klappt, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, morgen wird es wahrscheinlich wieder Dead Space werden. Wir müssen es mal auch noch testen, aber das sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.